Mathematik zu betreiben, das bedeutet vor allem, dass man seine Behauptungen auch beweisen muss. Wir haben bereits gesehen, dass die stereografische Projektion, die Kreise auf der Sphäre, die nicht durch den Projektionsursprung verlaufen, in Kreise auf der Ebene verwandelt. Aber jetzt werden wir dies auch beweisen. Auch wenn dieser Satz bereits recht lange bekannt ist, werde ich, Bernhard Riemann, es sein, der ihn euch vorstellt. Man ehrt mich gelegentlich damit, dass man von der Riemannschen Sphäre spricht. Achtung, beweisen, das ist deutlich mehr als nur auf einen Sachverhalt hinzuweisen. Es genügt nicht, in einem Film festzustellen, dass eine Kurve so ähnlich wie ein Kreis aussieht, um wirklich sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um einen Kreis handelt. Ein mathematischer Beweis muss durch eine Begründung überzeugen. Das heißt, er muss erklären, warum es sich um einen Kreis handelt. Es war der große Euklid im 3. Jahrhundert vor Christus, der die Regeln des Mathematikspiels formuliert hat in seinen Elementen. Ein Beweis gründet sich auf Fakten, die selbst wiederum bewiesen sein müssen. Aber ganz am Anfang, da muss man doch mit Annahmen beginnen, die unbewiesen bleiben. Dies sind die Axiome. Die Mathematik erscheint also als ein riesiges Gebäude, dessen Fundamente die Axiome sind und wo jeder Baustein auf einem vorhergehenden Baustein aufbaut. Um den Satz von der stereografischen Projektion zu beweisen, müsste man also im Prinzip bis auf die Axiome zurückgehen. Natürlich haben wir dafür hier nicht die Zeit. Nehmen wir stattdessen einfach an, dass die klassischen Sachverhalte der Geometrie, wie man sie in der Mittelstufe lernt, bereits bewiesen sind und beweisen wir damit nun jenen Satz. Wir fangen mit etwas Einfachem an, nämlich der Schnittmenge zwischen einer Sphäre und einer Ebene. Man sieht sofort, dass eine Ebene, die eine Sphäre schneidet, aber nicht tangential zu dieser Sphäre liegt, als Schnittmenge einen Kreis bestimmt. Man sieht es leicht, aber ist es deswegen wahr? Wie beweist man so etwas? Nun, betrachten wir eine beliebige Ebene. Hier die blaue. Man kann auf einer Senkrechten zu dieser Ebene, die durch den Mittelpunkt C der Sphäre geht, von dort aus nach unten wandern. Den Fußpunkt dieser Senkrechten bezeichnen wir mit P. Wir betrachten nun zwei Punkte A und B aus der Schnittmenge der Sphäre mit der Ebene und beobachten die beiden Dreiecke CPA und CPB. Sie haben eine gemeinsame Seite, nämlich die Strecke CP. Beides sind rechtwinklige Dreiecke, weil der Winkel am Punkt P ein rechter Winkel ist. Aber natürlich, denn CP steht ja senkrecht auf der Ebene. Außerdem haben die beiden Hypotenusen AC und BC die gleiche Länge, denn A und B liegen beide auf der Sphäre und haben daher den gleichen Abstand vom Mittelpunkt C. Aber besinnen wir uns auf den Satz des Pythagoras. Weil unsere beiden rechtwinkligen Dreiecke je zwei Seiten der gleichen Länge haben, muss auch die jeweils dritte Seite gleich sein. Damit haben wir bewiesen, dass PA und PB gleich lang sind. Das heißt, dass A und B auf dem gleichen Kreis um den Mittelpunkt P in der blauen Ebene liegen. Also ist damit bewiesen, dass alle Punkte, die sowohl auf der Sphäre als auch in der Ebene liegen, in der Tat zu einem Kreis gehören. Aber bedeutet dies nun auch, dass alle Punkte dieses Kreises sowohl auf der Sphäre als auch in der Ebene liegen? So ohne weiteres erstmal nicht. Auch dies muss auch erst bewiesen werden. Sei A ein Schnittpunkt zwischen der Sphäre und der Ebene. Betrachten wir den Kreis in der blauen Ebene mit Mittelpunkt P, der durch A verläuft. Wir werden nun beweisen, dass dieser Kreis ganz in der Sphäre enthalten ist.
sei B ein Punkt dieses Kreises. Wir betrachten jetzt die beiden Dreiecke CPA und CPB. Sie haben eine gemeinsame Seite, die Strecke CP. Es sind beides rechtwinklige Dreiecke, weil der Winkel an P ein rechter Winkel ist. Aber PA und PB haben die gleiche Länge, denn A und B liegen beide auf einem Kreis mit Mittelpunkt P. Noch einmal Satz des Pythagoras und wir erhalten, dass auch die Hypotenusen gleich lang sind. CA ist ebenso lang wie CB. Das bedeutet, dass der Punkt B sich ebenfalls auf der Sphäre befindet. Denn sein Abstand zum Mittelpunkt ist gleich dem von A. Nun gut, damit haben wir bewiesen, dass eine Ebene eine Sphäre nur in einem Kreis schneiden kann. Betrachten wir nun einen Durchmesser APB durch unseren Kreis, den wir auf die Bildschirmebene setzen. Die blaue Ebene erscheint auf dem Bildschirm als Gerade und die Sphäre als Kreis. Wir zeichnen nun die Tangenten an den Kreis in den Punkten A und B. Sie schneiden sich in einem Punkt S. Offenbar ist die Gerade CS eine Symmetrieachse in unserem Bild. Aber warum? Naja, weil die Dreiecke CAS und CBS gleich sind. Und warum das? Nun ja, weil es zwei rechtwinklige Dreiecke sind, deren Hypotenusen identisch sind und weil die Seiten CA und CB die gleiche Länge haben. Warum das? Weil beides Radien sind. Aber Sie sehen, wenn wir wirklich an jeder Stelle die Argumente ganz vollständig angeben wollten, dann wäre dieser Film länger als die Geschichte des Kinos. Schauen Sie, wir haben gerade bewiesen, dass man sich einen Kreis, der auf einer Sphäre verläuft, immer auch vorstellen kann als der Berührungslokus zwischen einem Kegel und einer dazu tangential liegenden Sphäre. Wenn Sie so wollen, können Sie sich die Sphäre wie eine Eiscremekugel in einer Waffeltüte vorstellen. Gut, das ist nicht alles. Aber wir wollen ja unser Ziel auch nicht vergessen, nämlich beweisen, dass die stereografische Projektion Kreise auf Kreise abbildet. Wir fangen zunächst damit an, etwas zu beweisen, was die Mathematiker ein Lemma nennen. Hier sieht man die Tangentialebene an die Sphäre in einem Punkt A von der Seite aus gesehen. Und jetzt die Tangentialebene in einem anderen Punkt B, ebenfalls aus der Seitenansicht. Diese beiden Ebenen schneiden sich in einer Geraden D. Aber davon sieht man im Moment nur einen Punkt, weil die Gerade senkrecht auf unserem Bildschirm steht. Das Bild, das Sie sehen, ist symmetrisch in Bezug auf die halbierenden zwischen den beiden gegebenen Geraden. Entsprechend ist die gegebene Konstellation in Dimension 3 symmetrisch bezüglich einer Ebene, die den Winkel zwischen den beiden Tangentialebenen halbiert. Betrachten wir nun eine Ebene, die die Strecke AB enthält. Sie schneidet unsere Gerade D in einem Punkt M, sofern wir voraussetzen, dass die Ebene nicht parallel zu D ist. Die Symmetrie in unserer Konstellation bezüglich der halbierenden Ebene ist der Grund dafür, dass AM und BM die gleiche Länge haben. Also ist das Dreieck ABM gleichschenklich. Sehr gut. Dies ist unser Lemma. Nun, jetzt können wir mit dem Beweis unseres Satzes anfangen, der auf dem aufbauen wird, was wir uns gerade überlegt haben. Wir betrachten einen Kreis auf der Sphäre, der nicht durch den Nordpol verläuft. Wir wollen zeigen, dass seine Projektion ein Kreis ist. Schauen Sie. Wenn wir anstelle auf die Tangentialebene am Südpol auf eine dazu parallele Ebene projizieren, dann garantiert uns der gute alte Satz des Thales, dass alle solchen Projektionen ähnlich sind. Um unseren Satz zu beweisen, haben wir daher das Recht,
unsere Projektionsebene so zu wählen, wie wir das wollen, sofern sie nur parallel zu der Tangentialebene am Südpol liegt. Gut, wir wollen also unseren gelben Kreis in einen Kegel legen. Besinnen Sie sich noch? Die Eiscremekugel in einer Waffeltüte mit Spitze S. Nun denn, wir wählen als Ziel unserer Projektion die horizontale Ebene, die durch den Punkt S geht. Der Punkt B wird dabei auf einen Punkt D projiziert. Aber betrachten wir doch das Bild. Die Dreiecke AMB und DSB sind ähnlich. Warum? Nun ja, da hilft doch noch einmal der Satz des Tales, nicht wahr? Und jetzt erinnern Sie sich bitte an unser Lemma. Das Dreieck ABM ist gleichschenklich. Also gilt dies auch für das Dreieck BDS. Und somit ist die Länge von BS gleich der von DS. Wenn sich der Punkt B auf dem gelben Kreis bewegt, dann bleibt die Strecke BS tangential zur Sphäre. Ihre Länge ist also konstant. Weil BS und DS die gleiche Länge haben, bleibt das bewegliche Segment DS ebenfalls in seiner Länge konstant. Aber schauen Sie bitte, die Tatsache, dass DS konstante Länge hat, das ist doch gleichbedeutend damit, dass D auf einem Kreis mit Zentrum S entlangläuft. Hieraus folgt, dass die Projektion unseres gelben Kreises auf die den Punkt S enthaltene horizontale Ebene in einem Kreis enthalten ist. Und wir haben bereits gesehen, dies bedeutet, wegen des Satzes von Thales, dass die Projektion auf die Tangentialebene durch den Südpol ebenfalls in einem Kreis enthalten ist. Und nun, dies ist doch genau das, was zu beweisen war.